Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Ich darf den Herrn Bundesminister Tanner sehr herzlich zu dieser späten Stunde bei uns begrüßen. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wünschen die Clubs eine Sitzungsunterbrechung? Auch das kann ich nicht erkennen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft, den vorliegenden Bericht Römisch 3, 46 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte den Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Gerhard Hauser. Kolleginnen und Kollegen, betreffend Schutz des Menschen vor Wolfsangriffen muss Vorrang haben. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Cornelia Ecker. Kolleginnen und Kollegen, betreffend Erweiterung der Datengrundlage des grünen Berichts zur Verbesserung der Gesamtanalyse. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Christian Drobitsch. Kolleginnen und Kollegen, betreffend dringliche Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Wasserversorgung der Landwirtschaft und rasche Forschung zu Wasserentnahmen wegen der drohenden Grundwasserkrise bis zum Jahr 2050. Ich bitte den Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Schmidt-Lechner. Kolleginnen und Kollegen, betreffend Kostenlawine stoppen, Entlastungspaket für die Landwirtschaft. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Und wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Klaus Köchel. Kolleginnen und Kollegen, betreffend verbindliche Reduzierung chemisch-synthetischer Pestizide und Forschungsstrategien für schonende Alternativen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.